Moin Leute, das Viertelfinale steht an der Fußball-Weltmeisterschaft. Wir bewegen uns also schon mittlerweile in Richtung Endspurt. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren. Würde mich auf jeden Fall interessieren, was ihr glaubt. Wer setzt sich letztendlich durch? Denkt immer dran, das ist lediglich eine Prognose und nicht der Wahrheit entsprechend. Ansonsten viel Spaß dabei. Los geht's mit Frankreich gegen Uruguay. Viel Spaß! Ein sehr beeindruckendes 4:3 konnte Frankreich ins Viertelfinale bringen, aber auch Uruguay konnte beim 2:1 gegen Portugal, insbesondere durch Edinson Cavani, sehr überzeugen. Der musste aber verletzt hier erstmal draußen bleiben, beziehungsweise angeschlagen auf der Bank verharren. Doch seine Männer machten das direkt zu Beginn sehr gut. 14. Spielminute, Nandes, Tessel, Hugo, Loris, der gegen Argentinien dreimal hinter sich greifen musste. Hier zeigte er, dass er direkt auf der Hut war. Dann kam auch Frankreich mal nach vorne. 21. Spielminute. Lucas Hernandez muss eigentlich in die Mitte spielen. Versucht es selber, testet Muslera, aber das ist kein Problem für den Hintermann von Uruguay. Halbe Stunde gespielt, Frankreich wurde immer stärker. Benjamin Pavard mit diesem Traumtor gegen Argentinien schoss er sich in die Herzen aller Franzosen. Jetzt spielte er diesen Ball auf Mbappé, der um ein Haar ebenfalls ein wunderbares Tor erzielen konnte, aber es war relativ knapp letztendlich. Halbe Stunde überschritten, Frankreich spielte weiter und Muslera musste mehr und mehr eingreifen. Antoine Griezmann per Strafstoß erfolgreich gewesen gegen Argentinien. Hier aus dem Spiel heraus sieht es noch relativ harmlos aus. Wir springen in den zweiten Durchgang, Uruguay kam wieder mal nach vorne. Stuani mit dieser verunglückten Flanke, aber für Loris, der aufmerksam ist, ist das kein Problem. Der hält den ohne Probleme fest, auch wenn er dabei etwas geflattert hat. Der Ball. Stunde fast gespielt. Wieder Frankreich, wieder Hernandez und wieder der etwas überhastete Abschluss für Muslera. Mal wieder ein leichter Ball zum Parieren. Die Partie war schon kurz vor dem Ende und alles sah nach Verlängerung aus. Dann kam Florian Thauvin, aber Abseits-Situation werden wir in der Wiederholung sehen. Alles richtig gesehen. Gut 1-2 Meter, die da gefehlt hatten, beziehungsweise zu viel Vorteil gebracht hätten. Florian Thauvin nochmal in der Nachspielzeit. Aber auch das wurde nichts. Sprich, es ging für beide Teams in die so anstrengende Verlängerung, die auch im Hinblick auf das Halbfinale Körner kosten könnte, die auf jeden Fall noch zu spüren sein werden. Aber Frankreich dann weiterhin aktiv. Griezmann auf Kanté, wieder N'Golo Kanté im Zusammenspiel mit Thauvin, der super auffällig gespielt hat. Klasse Partie, Hernandez mit der Flanke und Muslera konnte das dann letztendlich klären. Kurz vor der Pause der Verlängerung, die weitestgehend unspektakulär ablief, aber Uruguay hatte nochmal eine Möglichkeit. 109. Minute, Suarez mit dem Eckstoß, Mbappé kann ich klären, aber der Schuss von Bentancur ist dann zu ungefährlich. Und es ging dementsprechend ohne ein weiteres Tor in die 120. Spielminute und Frankreich versuchte alles, das Elfmeterschießen abzuwehren, aber es gelang schlicht und ergreifend nicht, dort durchzukommen gegen diese Sicherung von Uruguay. Also 120 Minuten ohne ein Tor, jetzt beim Elfmeterschießen war klar, es würde sich ein Sieger herauskristallisieren. Frankreich begann, Fekir konnte treffen und Suarez legte nach. Dann kam Antoine Griezmann mit dem ersten Fehlschuss links vorbei. Uruguay erhöhte zum 2:1, war im Vorteil. Mbappé war aber auch sicher vom Punkt. Aber Uruguay patzte nicht und Lemar nochmal mit dem Anschluss. Uruguay konnte dann durch Rodriguez wieder in Führung gehen und Frankreich musste jetzt den 5. Strafstoß erstmal gegen Muslera über die Linie bringt. Florian Thauvin, der dieses Abseitstor erzielt hatte, jetzt scheiterte er und Muslera bringt Uruguay ins Halbfinale. Dieser schwach geschossene Strafstoß ist letztendlich das Verhängnis der Franzosen. Also Uruguay schafft es, nach einem 0:0 in 120 Spielminuten den doch leicht favorisierten Titelanwärter Frankreich aus dem Turnier zu schmeißen. Ein verpatzter Strafstoß von Griezmann und dann diese Parade von Muslera gegen Thauvin bringt Uruguay in die nächste Runde. Gegen Japan konnte Belgien in letzter Sekunde gerade noch so
den großen Schreck vermeiden, aber mit Brasilien kam jetzt ein Team, das sicherlich noch etwas mehr zu bieten hatte als eben Japan. Doch Belgien startete nicht schlecht. Eden Hazard über die linke Seite nach 7 Spielminuten mit einem sehr langen Sprint und die erste Möglichkeit. Aber Axel Witzel mit einem zu harmlosen Schuss gegen Alisson Becker, Kanada, nicht viel reißen. Brasilien leicht favorisiert in dieser Partie, aber gegen Belgien sollte man sich auch durchaus bemühen. Das war zu sehen und Willian nach 20 Minuten mit einer richtig guten Möglichkeit. Thibaut Courtois ist aber in der kurzen Ecke zur Stelle und kann den Ball parieren. Der wäre sonst durchaus gefährlich geworden. Es war eine unterhaltsame Partie mit Spielanteilen von beiden Seiten. Belgien tendenziell sogar etwas besser. Halbe Stunde jetzt gespielt. Romelu Lukaku mit der Vorlage auf Dries Mertens und den muss er machen. Aus der kurzen Distanz eine fragwürdige Sache, wie er den noch daneben setzen konnte. Wird er natürlich auch ein wenig behindert, aber trotzdem muss der Ball sitzen. Zweiter Durchgang, Belgien tendenziell weiterhin spielbestimmt. Dann Tielemans mit der Vorlage. Coutinho versucht zu klären, macht das aber nur auf den Kopf von Romelu Lukaku, der dann aber aus diesem Kopfball deutlich zu wenig rausholt. Becker ist gerade so wieder auf den Beinen. Dann gab es den postwendenden Gegenstoß. Wieder Willian an fast jeder Offensivaktion beteiligt. Legt auf Coutinho und da ist Paulinho. Mit dem 1:0, 61. Spielminute, Brasilien kontert. Das, was Belgien gegen Japan in der Nachspielzeit noch so toll gemacht hatte, mussten sie jetzt selber schlucken. Eine tolle Kombination von Brasilien, Coutinho letztendlich von Willian bedient. Er legt noch einmal auf Paulinho und aus kurzer Distanz kriegt dann Thibaut Courtois den Arm nicht mehr rechtzeitig nach oben gereckt. Paulinho etwas zu viel Platz und dann hält er den Schlappen fast nur noch hin. 70 Minuten gespielt. Brasilien wollte den Deckel drauf machen und da ist wieder Felipe Coutinho. Hat im Eröffnungsspiel seiner Mannschaft einen traumhaften Treffer erzielt gegen die Schweiz. Und jetzt macht er hier es wieder durchaus schön. Oben rechts rein mit seinem linken Fuß. Und das 2:0 bedeutete schon fast die Vorentscheidung. Belgien sollte man nie im Leben unterschätzen. Aber das 2:0 in 20 Minuten aufzuholen, war doch schon sicherlich eine sehr große Herausforderung. Sie versuchten es nochmal, sie gaben alles, aber Brasilien ließ fast nichts mehr anbrennen und konnte immer wieder Messerstiche und Nadelstiche setzen. Neymar, 78. Minute, ihm war heute kein Tor vergönnt. Thibaut Courtois machte ihm dann nochmal einen Strich durch die Rechnung. Brasilien letztendlich setzt sich durch mit 2:0 gegen tapfer kämpfende Belgier. Es hat am Ende nicht gereicht fürs Halbfinale. Und damit steht Brasilien in der Runde der letzten vier. Schweden konnte die Schweiz mit einem glücklichen Tor von Emil Forsberg, bedingt durch einen Fehler von Akanji oder einer Unglückstat von Akanji, in diese Runde einziehen. Und sie begann hier gegen England gar nicht mal so schlecht. Die erste Möglichkeit begünstigt diesmal von einem Fehler von Jordan Henderson. Toivonen fällt der Ball dann vor die Füße, aber da kann dann Stones gerade noch so dazwischen funken. 24 Minuten gespielt, England gut auf dem Weg nach vorne. Henderson auf Lingard, der Abschluss von Young, dann von Olsen gerade so noch gestoppt. Das war eine gute Partie, eine unterhaltsame Partie mit zwei guten Mannschaften, die hier durchaus in der Lage waren, ein schönes Spiel auf den Rasen zu bringen. Am Nachmittage des zweiten Viertelfinaltags. Forsberg dann nach 33 Minuten mit diesem Freistoß perfekt getreten und Svensson schraubt sich hoch. Wunderbares Kopfballtor. Nicht zu halten für Pickford, dem Helden noch aus dem Elfmeterschießen. 1:0 für Schweden. Es war doch schon überraschend zu diesem Zeitpunkt, weil England mehr und mehr das Zepter in die eigene Hand nahm. Aber es war wunderbar gemacht. Walker mit dem Fehler, der dann diesen Freistoß verursachte. Forsberg tritt in wunderbar rein und hier dann klasse gemacht, wie er sich da im Kopfballduell durchsetzt und den perfekt platziert. Links rein für Pickford dann eben nichts mehr zu halten. Vor der Pause nochmal die Engländer dann aber mit einem Angriff. Kane macht das sehr elegant, dreht sich da um den Gegenspieler und Lingard an den Pfosten. Noch Sterling staubt dann ab und macht noch das 1:1 vor dem Seitenwechsel. England war wieder zurück in der Partie und das noch im ersten Durchgang. Schweden etwas überrascht. Die Nachspielzeit der ersten Hälfte war schon abgelaufen, aber England macht den da
Dann nochmal ein Strich durch die Pausenführung. Erst der Pfostenschuss von Lingard und Sterling staubt dann eben eiskalt ab, haut den Ball unter die Latte ins Netz hinein. Der zweite Durchgang begann dann wieder besser für die Schweden, die sich von diesem 1:1 vor der Pause nicht einschüchtern ließen. Und Forsberg fällt dann der Ball direkt vor die Füße. Tolle Parade von Pickford aus sehr kurzer Distanz. Jamie Vardy dann in der 53. Minute mit der nächsten Möglichkeit. Es waren wirklich Chancen auf beiden Seiten zu sehen. Hier scheitert er relativ knapp. Dann aber eine lange staubtrockene Phase im zweiten Durchgang und England kam vor dem Schluss nochmal. Dele Alli, aber dann zu weit drüber und damit ging es dann in die Verlängerung. 1:1 nach 90 Minuten. England hatte das ja schon durchmachen müssen im Achtelfinale. Dann letztendlich sogar ins Elfmeterschießen gegen Kolumbien. Das wollten sie hier verhindern und zeigten das. 96. Minute, Jamie Vardy wieder, aber Olsen ist dazwischen. Gegen die Schweiz konnte er zu Null bleiben. Am heutigen Abend oder Nachmittag war es ihm nicht vergönnt. Trotzdem eine tolle Parade in dieser Situation. Aber auch Schweden wollte nicht zwangsläufig ins Elfmeterschießen gehen. Aber immer wieder war Pickford dazwischen. Es war eine tolle Partie von beiden Teams, von beiden Offensivreihen, aber auch von beiden Torhütern. Das muss man klar hervorheben. Zweiter Durchgang, wieder die Schweden. Emil Forsberg, dem war heute kein Treffer vergönnt, trifft nur den Pfosten, bittere Sache und dann war der Ball geklärt. England drückte nochmal, Nachspielzeit der zweiten Hälfte, der Verlängerung und dann fällt Rashford der Ball vor die Füße. Unglaubliche Aktion, 122. Spielminute, England schafft es, dem Elfmeterschießen noch gerade so zu entrinnen, weil Schweden nicht mehr aufmerksam genug ist, da etwas wie ein Hühnerhaufen drauf geht, etwas überhastet und letztendlich ist Rashford trotzdem alleine. Sie waren genug Männer, nur eben nicht richtig postiert und so setzt sich England durch, zieht damit ins Halbfinale ein. Die Schweden, die ein tolles Turnier gespielt haben, müssen sich jetzt verabschieden und England, da lebt der Traum vom Titelgewinn noch weiter. Dass Russland noch immer im Turnier ist, haben sie insbesondere Akinfeev zu verdanken, der im Elfmeterschießen überragend war. Aber auch so einen hatte Kroatien zu Basic gegen Dänemark mehrmals erfolgreich beim Parieren gewesen. Kroatien war besser in der Partie zu Beginn, aber der angesprochene Akinfeev war so langsam, so richtig im Modus, konnte sich durch dieses Elfmeterschießen richtig viel Mut holen und hier zeigte er gleich, was er kann. Gegen Ante Rebic ist er zur Stelle. Weiter ging's immer mit Kroatien auf dem Weg nach vorne, insbesondere in der Anfangsphase. Luka Modric wieder auf Ante Rebic. Ante Rebic, kurze Ecke, Akinfeev war dazwischen, konnte den linken Fuß ausfahren und wurde so nicht bezwungen. Ja, sowieso nur durch ein Eigentor, das Gegentor kassiert im Spiel gegen Spanien. Der anschließende Eckstoß dann aber wurde ihnen zum Verhängnis. Mario Mandzukic, 20. Spielminute, sein zweites WM-Tor, hatte den Ausgleichstreffer gegen Dänemark erzielen können. Und hier springt er einfach ein, kann man über hohes Bein diskutieren, aber das war gerade noch so in Ordnung. Und dann eben der Ex-Münchner mit dem 1:0. Russland wollte jetzt aufdrehen und kam auch mal nach vorne. Schirkov auf Sob nehmen und dann die hundertprozentige Möglichkeit für Samedov. Den muss er machen, auch wenn es ein spitzer Winkel ist. Den kann man über die leere Linie durchaus mal zum Tor einschieben. 35. Minute, Kroatien dann auch wieder auf dem Weg nach vorne. Sie wollten den zweiten Treffer erzielen. Ivan Rakitic fehlten da lediglich ein paar Zentimeter und ein wenig die Präzision im Abschluss. Ist aber im Großen und Ganzen eine tolle Partie von beiden Seiten, weil Russland auch spielerisch mal was zeigen konnte. Golovin ist im Strafraum mit dem Abschluss und Subasic lässt sich von sowas aber nicht beeindrucken. 45. Minute bereits, also ging es mit 0:1 in die Pause, auch wenn dieser Ball hier vorbeigegangen wäre. Der Eckball wurde nicht zum Verhängnis. Sobnin dann. Schauen Sie sich das an. Erokin auf Sobnin macht das überragend. Was für ein Traumtor von Roman Zubnin. Sein erstes WM-Tor und was für eins.
Perfekt, da kann man den Ball nicht treffen und der geht dann direkt unter die Latte. Bitter für Subasic, der sich bis dahin keinen Patzer erlaubt hatte. Jetzt ist er hier hundertprozentig machtlos. Und der Schnauzer der Nation, der wurde immer populärer. 57. Spielminute, Kroatien aber wollte direkt antworten. Ivan Rakitic, Mandzukic, wieder Rakitic. Zu harmloser Abschluss. Aber es war weiterhin nach einer gespielten Stunde eine unterhaltsame Partie mit Anteilen von beiden Seiten aus. Kroatien tendenziell etwas besser, aber Russland immer wieder mit Nadelstichen. Und hier ist der Torschütze vom 1:1. Sobnin legt auf Smolov. Fedor Smolov dreht die Partie. Russland stand mal wieder Kopf. Kroatien im Hintertreffen. Es war unglaublich. Sollte Russland tatsächlich nach Spanien mit Kroatien den nächsten Titelfavoriten ausschalten? Bis zur 93. Minute sah es danach aus. Es gab nochmal Eckstoß für Kroatien. Subasic mit nach vorne gekommen. Wieder mit der letzten Möglichkeit. Akinfeev war dazwischen und konnte es verhindern. Und so zieht letztendlich Russland mit 2:1 gegen Kroatien ins Halbfinale ein. Durch einen engagierten Auftritt verdienen sie sich das auch durchaus. Aber Kroatien hätte zumindest die Verlängerung verdient gehabt. Der Schuss jetzt von wieder nochmal extrem bitter, dass da Akinfeev zur Stelle war. Russland also im eigenen Land in der Runde der letzten vier. Jo, das war die Prognose zum Viertelfinale. Ich hoffe, wie immer, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über eine positive Bewertung und oder ein Abo freuen. Tippt immer gerne mit in den Kommentaren. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Was glaubt ihr, wäre es für euch da der Favorit? Ansonsten danke fürs Zuschauen. Viel Spaß weiterhin bei der WM. Wir sehen uns beim Halbfinale. Bis dann und ciao.